Lieben, ich habe wieder Post gekriegt von Diamond Art Club. Wollen wir schauen, was drin ist? Der Mani schaut auch mit. Er ist auch schon ganz gespannt. Lasst uns auspacken. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Miss Ma Painted. Wieder ein Unboxing-Video. Das ist allerdings gesponsert von meiner Mama. Also das ist nicht mein Bild, sondern das meiner Mama. Mein Bild zeige ich gesondert. Es ist ein eckiges Kit. Leider irgendwie ist dieser Karton etwas deformiert. Aber es ist hier so ein Knick drin. Aber ich denke mal, das wird nichts machen. Ich habe oben die Folie eingeschnitten. Lass die Originalfolie der Stabilität halber einfach mal dran. So, also wir haben ein eckiges Kit. Es ist auch ein großes, also es ist ein recht großer Karton, wie ihr seht. Hinten habt ihr immer noch mal drauf, wie es funktioniert, was alles enthalten ist. Dann habt ihr, seht ihr dieses schöne Regenbogen. Dann habt ihr hier noch mal die Qualität. Und dass es nicht und für Kinder unter 8 Jahren ist, wegen verschluckender Kleinteile. So. Aber was für ein Bild ist es denn jetzt? Es ist By the Lake. Es ist 88 x 70. Und es ist von Julie McKinsey. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich und mein Englisch. So, nicht lang schnacken. Es geht ans Auspacken. Hier sieht man das nochmal ganz toll, das Motiv. Richtig schön mit den zwei Stühlchen. Wir gucken es uns aber gerade nochmal an auf der Leinwand. Hier haben wir das Toolkit Diamond Art Club. Do what makes you sparkle. Also mach das, was dich zum Funkeln bringt. Ne? Es passt wundervoll zu diesem Hobby. Und ich sage ja auch immer, mach das, was dich glücklich macht. Genau, wir gucken uns die Steinchen an. Wir gucken uns die Leinwand an. Es ist mächtig schwer. Gut, es ist auch ein großes Kit. Ich glaube, wir haben mehrere Farben sogar, wenn man sich das mal so anschaut. Nicht lang schnacken, reingucken. So, meine Lieben, ich habe alles ausgepackt. Wir haben dabei die Thank You Karte. Hier steht da nochmal drin, wie es funktioniert. Es ist in 3 Sprachen. Hier ist nochmal ein Thank You 10 Gutschein. Die Social Media Facebook Gruppe. Das ist die VIP Gruppe. Nochmal eine Anleitung, wie alles so funktioniert. Dann haben wir ein Sticker Sheet dabei. Hier sieht man nochmal das Bild. Ich habe es jetzt auch nochmal hier so schön in groß. Ne? Hier seht ihr dann auch nochmal 88 x 70. Es ist ein AB-Set. Das sehen wir hier hinten auf der AB. Start- und Enddatum By the Lake bei Julie. Oh Gott, Fokus. McIntyre. Wir haben stolze 67 Farben und 3 ABs. 4 ABs. Entschuldigt, 4 ABs. Wir haben die Leinwand, Toolkit und die Steinchen. Die Steinchen. Bitte entschuldigt, ich werde die nicht auspacken. Ich habe nämlich Angst, dass ich die hier nicht mehr reinkriege. Und wir gucken sie uns jetzt aber so an. Ich finde, aus der großen Farbpalette ist da für jeden was dabei. Wir haben Gelbtöne, wir haben Grüntöne, wir haben also wirklich in allen verschiedenen Varianten Grüntöne. Wir haben hier was Oranges, wir haben was Pinkes, wir haben Brauntöne, natürlich auch unsere 310. Wir haben hier so schöne AB-Farben. Das ist nicht rein weiß, das ist so ein helles bläulich, würde ich sagen. So ein ganz
Oder. Na, es ist nicht ganz rein weiß. Ist die 125. Ich sehe die anderen. Ich sehe es jetzt leider nicht. Aber es ist ein roter dabei und ein pink. Ich könnte mir vorstellen, dass hier das Pink, ja, das sind die ABs hier, das Pink, Knister, Knistern. Und hier haben wir auch ABs, oder? Nein, sind keine ABs. Sah so aus. Aber ich lasse sie drin. Ihr seht, die funkeln und glitzern aus den Tüten schon raus wie irre. Wie gesagt, Leute, ich habe echt, ich hab Schiss, dass ich die nicht mehr so reinkriege. Gell? Wir haben hier nochmal ein schönes Rot. Grautöne, Hellblautöne, also richtig schön. Für ein Landschaftsbild würde ich sagen, schön. So, gucken wir ins Toolkit rein. So, was haben wir dabei? Wir haben einen Stift dabei mit einem Squishy. Die Farben passen jetzt noch nicht so ganz beieinander, aber das macht nichts. Wir haben diese schöne, hochwertige Pinzette. Ja, die ist auch schön spitz. Die sind super. Die gehen wirklich, wirklich super. Ich finde diesen Coverminder total hübsch. Ja, so Coverminder ist quasi hier für diese Folie. Der macht die Folie zurück. Dann kommt das Magnet unter das Bild. Der Coverminder oben drauf. Und dann habt ihr quasi immer noch mal so einen schönen Hingucker für ein Landschaftsbild. Finde ich diese Rose total toll. Mega. Dann haben wir Washi-Tape. Natürlich passend. Nein, also passend, es kommt immer drauf an. Ich muss meinen Autofokus ausmachen. So, weiter geht's. Autofokus ist jetzt. Also, hier seht ihr, das ist ein schönes Blumenmotiv, passend zu diesem tollen Landschaftsbild. Wir haben einen Siemer. Und ein Vierer, natürlich Wachs, Herzchenwachs, ne? Das sind zwei Plättchen drin. Und wir haben unser Schiffchen mit Nupsi vorne dran, damit wir, wenn wir schütteln, hier vorne die Steinchen nicht rausfallen. Gut, jetzt gucken wir uns mal das Bild an. Was ich euch natürlich unterschlagen habe, sind die Tütchen zum Abkitten. Aber wir schauen jetzt erstmal auf die Leinwand. Ich gehe mal hoch. Das ist das ganze Bild. Tada! Hier sind zwei Stühle, Vögelchen. Im Hintergrund ist ein Segelboot. Auch ein Boot, was am Steg liegt. Wir haben hier so eine schöne Brücke runter in den Garten, wo nochmal Wäsche an der Leine hängt und Vögel im Hintergrund. Ganz da hinten ist eine Kirche. Also ich finde, sitzt auch noch eine Maus oder sieht aus wie eine Maus und da hinten ist auch noch eine Katze wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall ein Tier. Vielleicht kann man das hier auf dem Stickersheet erkennen. Es soll eine Ente darstellen. Okay, es ist eine Ente. Ja klar, und da schwimmen die Kleinen von Mama-Ente. Da steht noch eine Gießkanne. Also es ist mächtig viel los auf dem Bild. Ne? Es ist vielleicht auch schon so ein bisschen Herbststimmung. Ihr seht es an den Blättern. Die Zugvögel fliegen gen Süden. Hier sitzen Vögelein auf den Stühlen. Picknick ist vorbereitet. Ach, schön. Ja, das ist das Bild meiner Mama. Wir haben oben "The World Makes You Sparkle", den Leitspruch. Wir haben Legende oben links, unten rechts. Dann haben wir hier immer noch mal das Bild, wie es heißt, dass es lizenziert ist, wie groß es ist. Wir haben die ganzen Social Media Kanäle, noch mal ein Take 10 und die Obstgarantie. Obstgarantie heißt auch, ja, wenn euch Steinchen runterfallen, wenn euch Tüten
kaputt gehen, wenn die Katze oder der Hund was runterschmeißt, wenn die Leinwand nicht klebt, schreibt die Firma an. Ihr könnt das auf Deutsch tun. Die antworten auch in Deutsch. Ah, guck mal, da hinten ist sogar noch ein Reh. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. So auf den ersten Blick. Ich glaube, da hinten, da fährt dann auch noch ein Trecker. Man erkennt immer wieder was Neues auf diesem Bild. Ja, cool. Also ich finde das sehr schön gerendert. Also man erkennt das sehr schön und ich glaube, wenn es dann an der Wand hängt, kommt es echt gut raus. Wie gesagt, es ist meiner Mama ihrs, das ist nicht meins. Es ist auch nicht mein Motiv, um ehrlich zu sein. Aber es muss mir auch nicht gefallen. Ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen, die sagen, hey, ich mag sowas, ich stehe auf sowas. Es ist völlig gut, es ist völlig in Ordnung. Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. So, aber nichtsdestotrotz, ich finde es mega schön für ein Landschaftsbild. Es macht bestimmt auch total viel Spaß zu painten. Wir gehen jetzt mal ans Bild. Was ich aber schon mal sehe, hier hinten haben wir bestimmt viel Konfetti. Konfetti heißt viele Farbwechsel auf einer kleinen Fläche. Und wenn wir hier mal so gucken, ja, das hat man. Ne? Hier hinten, das ist so Color Blocking. So, ne? Die Stühle sind auch Color Blocking, obwohl es sind auch zwei, dreifarbig sogar. Dann erreichen wir aber diese Tiefe. Ne? Also das ist auch total gut so. Und das Gras, ja gut, das geht. Ich finde, das ist ein schönes Motiv, was machbar ist. Anfängerfreundlich denke ich eher nicht so, weil es ist halt wirklich riesig. Aber man ist ja nicht auf der Flucht. Ich sage immer, wir sind nicht auf der Flucht. Das ist ein Hobby, was Spaß machen soll. So, wir gucken uns mal den Druck an, aber da gibt es nichts zu meckern. Die Klebechecks, die spare ich mir, weil ich tatsche nicht auf Bildern rum. Ich weiß, bei dieser Firma ist alles tippitoppi. Und jetzt gucken wir mal. Der Druck ist glasklar. Ihr seht, ihr habt ein schönes Raster. Und die Symbole sind wirklich schön klar gedruckt. Seht ihr es? Es ist auch nichts, wo man jetzt was verwechseln könnte. Da achtet Diamond Art Club sehr drauf, dass man nicht M und W zusammen hat oder E und die 3 zum Beispiel. Ja, also das ist ein Eichhörnchen. Jetzt sehe ich das. Es ist ein Eichhörnchen. Nadine, es ist ein Eichhörnchen. Hier ist auch noch irgendwas Kleines, Rotes. Was könnte das denn sein? Das weiß ich nicht. Was könnte das sein? Das kleine Rote. Ich muss mal auf den Sticker gucken. Ich muss spicken nebenbei, weil ich sehe ja da so viel auf der Leinwand. Das ist auch irgendetwas, was ich aber... Ach, das ist eine Kanne. Das ist eine Gießkanne. Okay, das ist eine Gießkanne. Ja, mega schön. Richtig cool. Die Vögelchen da hinten. Das Bambi. So, die 113. Also ich zeige euch mal, das also alles bis 150 ist AB-Farbe. Also haben wir 4 Stück. Die Nummer 1, die 113. Wir gehen mal übers Bild und gucken hier überall, wo so rosa ist. Seht ihr das? Da kommt die Nummer 1 hin. Dann hier ums ganze Haus. Hier, hier. Und das war's. Das war's mit der Nummer 1. Die 2 ist das Rot. Das Rot ist überall hier mit verteilt. In dem Mähdrescher. Hier hinten in dem Silo. In den Fensterläden, in den Blättern hier oben, da haben wir überall, wo so ein bisschen rot verteilt ist. Dann haben wir hier in den Vögeln,
die Nummer 2. Ich muss das leider immer am Fußboden filmen und ich sitze auf dem Hocker, aber ich kann mich leider nicht hinhocken. Ich hatte ja meinen Arbeitsunfall und kann nicht knien. Ja, die Nummer 3 ist dann eher so was Helleres, 125. Das ist komplett die Wolke hier hinten, das habe ich schon gesehen. Da, seht ihr? Das ist alles AB. Boah, das wird strahlen, das wird glitzern, das wird funkeln, sage ich euch. Ansonsten habe ich die 3 gar nicht gesehen. Also das ist wirklich hier, aber ganz ehrlich, das ist die ganze Wolke. Und die Nummer 4 ist ein Gelb. Die Nummer 4 ist ein Gelb, das ist natürlich auch hier in den Blumen vereinzelt überall mit drin. Hier im Gras, so ums Haus rum, haben wir die Nummer 4 mit verbastelt und dann hier auch nochmal bei den Blumen vereinzelt. Genau. Ja, ihr Lieben. Das war ein kleines Unboxing zu diesem Bild, aber wie gesagt, die Steine, ich will sie nicht rausfummeln. Ihr seht es mir bitte nach. Was haltet ihr von dem Bild? Gefällt euch das Bild? Würdet ihr euch das auch kaufen? Mögt ihr Landschaftsbilder? Oder sagt ihr, nee, das ist ja nichts für mich? Da ist der Hund. Das ist mein Hund. Also ich finde es echt schön. Halt! Nicht da drauf! Nicht da drauf. Passiert ja nichts, ist eine Folie drüber, aber er muss jetzt nicht einmal übers Bild laufen. Gut, ihr Lieben, ich würde mich auf ein Feedback von euch freuen. Ein Abo und ein Like und Kommentare. Freue ich mich sowieso immer. Ich antworte auch immer und jeden. Ich mag diesen Austausch. Ansonsten könnt ihr auch gerne das Glöckchen aktualisieren, damit ihr nichts verpasst von meinen Videos. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend, weil bei mir ist es Abend. Und ich sage bis zum nächsten Video, weil in diesem Karton war noch ein anderes Bild. Da können wir allerdings alles auspacken, weil mit diesem Bild werde ich an einem Event teilnehmen. Und das will ich euch zeigen. Das ist nämlich ein Bild, wo ich schon ganz lange drauf geliebäugelt habe und jetzt endlich mich entschlossen habe, jetzt bestellst du es dir. Also ihr Lieben, tschüss!